Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Was ich an Menschen wie Warren Buffett und Charlie Munger liebe, ist die Souveränität, mit der sie über ihre eigenen Fehler reden und lachen können. Buffett selbst sagt ja immer wieder, dass seine Fehler die Anleger von Berkshire Hathaway wahrscheinlich Milliarden von Dollar gekostet haben dürften. Verpasste Investitionen, etwa in Amazon oder Google, gehören dazu, aber auch Investitionen, die ja tatsächlich stattgefunden haben, wie etwa die Textilweberei von Berkshire Hathaway selbst, der Schuhhändler und Hersteller Dexter oder das Kaufhaus Hochschild Cohn in Baltimore. Die Analyse eigener Fehler ist eine der am meisten unterschätzten Lernressourcen, ein Gradmesser dafür, ob man etwas dazugelernt hat. Ich habe das mal als den Großvater-Effekt bezeichnet in einem frühen Video. Ich verlinke das mal unter diesem Video. Die Buffett'sche Fehlerkultur, die pflege ich übrigens auch selbst. Auf meiner Webseite stehen auch heute noch sämtliche Analysen, die ich seit 2013 angefertigt habe, beziehungsweise das, was ich damals als Aktienanalyse betrachtet habe. Meine erste Aktie für mein Depot, das dann Jahre später zum Zahltagdepot wurde, habe ich übrigens am 13. Mai 2013 gekauft. Ich hatte sie mir dieser Tage gerade wieder mal angeschaut. Die Analyse dazu war 2 Seiten und 6 Zeilen lang, wobei die erste Seite aus 2 halbseitigen Charts bestand. Ich hatte damals entdeckt, dass es da einen Energieversorger gab, der monatliche Dividenden ausschüttete und bei dem die Dividendenrendite bei 13,3% lag. Also kaufte ich mutig die ersten 100 Stück der Just Energy Group, und zwar zu einem Preis von 6,30 $. Fortan kassierte ich monatlich 7 Cent Dividende und hielt mich für einen Investor. Nun, die Tabelle zeigt den weiteren Verlauf. Ich schrieb Puts, ich kassierte Prämien, ich verfolgte die Firma auf Seeking Alpha und ich sah zu, wie ab 2016 die Dividende auf einmal nicht mehr monatlich und dann quartalsweise gezahlt wurde und 2017 wurde sie dann gekürzt. Da habe ich die Aktie verkauft. Der Kursverlust auf meine Position damals waren 1.289,65 $, also 19,81% auf mein Investment. Nun hatte ich inzwischen zwar etwas Dividende kassiert, dadurch reduzierte sich dann der monetäre Verlust auf $237 und parallel hatte ich meine ersten Gehversuche mit Optionen gemacht. Das brachte mir unterm Strich nochmal $157 ein, sodass ich netto ungefähr mit $80 Verlust aus dieser Lektion Just Energy Group rausgegangen sind. Wie gesagt, wir reden hier über eine Zeit, in der ich aus einer vagen Idee anfing, eine Strategie zu entwickeln. Schaue ich mir das heute an, ja, dann komme ich vor Lachen nicht in den Schlaf, muss ich ganz ehrlich sagen, denn was habe ich gelernt inzwischen? Selbstverständlichkeiten wie erstens, kaufe nie eine Aktie mit 13% Dividendenrendite, es sei denn, wir stecken im tiefsten Corona-Crash. Zweitens, Dividendensteigerungen sind wichtiger als Dividendenrendite. Drittens, kauf in den Top 10 der Branche ein und nicht in den kleinsten, exotischsten und scheinbar unentdeckten Werten. Viertens, lies Originalquellen und nicht ein, zwei Seeking Alpha Artikel. Du kennst die Hidden Agenda der Autoren nicht. Fünftens, achte auf deine Positionsgröße. Ich konnte diesen Verlust ja verschmerzen, weil er weniger als 0,05% meiner Kontogröße ausgemacht hat. Wenn ich mir diese Investition heute anschaue, wie gesagt, dann möchte ich sagen, ich habe doch einiges dazugelernt. Ich weine auch nicht über verschüttete Milch, sondern ich mache es das nächste Mal einfach besser. Das Jammern, das Wehklagen und vor allem das Lästern und die typische deutsche Schadenfreude, die überlasse ich gern den 9-mal klugen Kommentatoren. Denen muss man ja nur ein Stöckchen wie dieses Video hinhalten und dann werden sie todsicher drüber springen. Ich sage einfach, diese Lektion hat mich $80 gekostet und wenn ihr clever seid, kriegt ihr sie kostenlos. Dummheiten und Fehler der anderen sind die günstigste Methode, aufs eigene Geld aufzupassen. Und dabei wünsche ich bekanntermaßen jedem viel Erfolg. Übrigens,
Die Just Energy Group gibt's immer noch. Sie notiert allerdings heute an der Börse in Toronto zu einem Kurs von ungefähr einem kanadischen Dollar und das nach einem Reverse-Split von 1 zu 33 im September 2020. Inzwischen zahlt sie auch gar keine Dividende mehr. So viel zum Thema Müll runterbringen. Alles Gute, euer Nils Gajowi.